Hallo, liebe Freunde. Willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 254. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns so lieb hast, dass du alle deine Macht und alle deine Kraft und alles, was du hast, dafür einsetzt, damit wir geistliche Sieger ringen dürfen. Und zwar vollständige Siege. Und Herr, darum bitten wir dich auch für den heutigen Tag und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, das bitten wir im Namen von Jesus. Amen. Wir sind in Josua Kapitel 10. Das Volk Israel hat unter der Leitung von Josua eine Koalition von Kananitern geschlagen bei Gibeon und sogar die Sonne ist stehen geblieben, damit sie einen vollständigen Sieg erringen konnten. Wir lesen weiter in Vers 26. Und danach schlug sie Josor und tötete sie und hängte sie an fünf Holzstämme. Und sie hingen an den Holzstämmen bis zum Abend. Als aber die Sonne unterging, gebot Josor, dass man sie von den Holzstämmen abnehme und sie in die Höhle werfe, in der sie sich verborgen hatten. Und sie legten große Steine vor den Eingang der Höhle, die sind noch dort bis zu diesem Tag. An diesem Tag nahm Josor auch Makedar ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes samt seinem König und vollstreckte an ihn und an allen Seelen, die daran waren, den Bann. Und er ließ keinen übrig bleiben, der entkommen wäre, und er machte es mit dem König von Makedar, ebenso wie er es mit dem König von Jericho gemacht hatte. Da zog Josua und ganz Israel mit ihm von Makedar nach Libna und kämpfte gegen Libna. Und der Herr Gab es auch in die Hand Israels samt seinem König, und er schlug es mit der Schärfe des Schwertes. Und alle Seelen, die daran waren, ließ keinen daran übrig bleiben, denn kommen wäre, und er machte es mit seinen Königen ebenso, wie er es mit dem König von Jericho gemacht hatte. Danach zog Jose und ganz Israel mit ihm von Libna nach Lachis und belagerte und bekämpfte es. Und der Herr gab Lachis in die Hand Israels, sodass sie am zweiten Tag, dass sie es am am zweiten Tag einnahmen und mit der Schärfe des Schwertes schlugen, samt allen Seelen, die darin waren, genauso wie er es mit Liebner gemacht hatte. Wir sehen, wie Josua mit den Israeliten hier von einem Sieg zum nächsten eilt. Jericho war keine Ausnahmeerscheinung gewesen. Es war nicht ein, eine Ausnahme im Leben der Israeliten jetzt hier, sondern Gottes Plan war es, dass sie von Sieg zu Sieg eilen. Das ist auch Gottes Plan für unser persönliches Glaubensleben. Zu derselben Zeit zog Horam, der König von Gese, hinauf, um Lachis zu helfen, aber Josa schlug ihn samt all seinem Volk, bis ihm nicht einer übrig blieb, der entkommen wäre. Und Josa zog mit ganz Israel von Lachis nach Eglon und belagerte und bekämpfte es. Und sie nahmen es an jenem Tag ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und er vollstreckte an jenem Tag den Bann an allen Seelen, die darin waren genauso wie er es mit Lachis gemacht hatte. Danach zog Josua mit ganz Israel von Eglon nach Hebron hinauf und bekämpfte es. Und sie nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes samt seinem König und allen seinen Städten und allen Seelen, die darin waren. Und er ließ nicht einen übrig bleiben, der entkommen wäre, genauso wie er es mit Eglon gemacht hatte. Und er vollstreckte den Bann an Hebron und an allen Seelen, die darin waren. Dann wandte sich Josua mit ganz Israel nach Debir und bekämpfte es. Und er nahm es ein samt seinem König und all seinen Städten und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckte den Bann an allen Seelen, die daran waren. Er ließ nicht einen übrig bleiben, der entkommen wäre, wie er es mit Hebron und Liebner samt ihrem König gemacht hatte. Genauso machte er es mit Debir und seinem König. So schlug Josua. Das ganze Land, das Bergland und den Negev und die Schiffeler und die Abhänge samt allen ihren Königen, und er ließ nicht einen übrig bleiben, der entkommen wäre, und er vollstreckte den Bann an allem, was Odem hatte, wie es der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Und Joshua schlug sie von kadesh an bis Gaza und das ganze Land Gosen bis Gibeon. Und Josua eroberte alle diese Könige samt ihrem Land auf einmal, denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Was können wir lernen? Wenn Gott für sein Volk kämpft, dann gibt es nicht nur einen großen Sieg, sondern es gibt eine Reihe von großen Siegen. Jedes Mal war es ein vollständiger Sieg, ein totaler Sieg. Gott möchte auch uns beständigen Sieg schenken. Nicht nur ein großes Ereignis, von dem wir dann lange zehren und ähm, lang uns daran erinnern, sondern wo immer wir uns auch hinwenden, möchte er uns zu geistlichen Siegern machen über Sünde und Versuchung. Wenn wir Gott erlauben, wenn du und wenn ich, wenn wir Gott erlauben, dass Gott für uns kämpfen darf, dann wird er uns das so schenken, wie es Israel und dem Josu damals buchstäblich im Kampf geschenkt hat. Und Josua kehrte mit ganz Israel wieder in das Lager zurück nach Gilgal. Es geschah aber als Jabin, der König von Hazor, dies hörte, da sandte er Botschaft zu Jobab, dem König von Madon und zu dem König von Simron und zu dem König von Achschaf. Lasst uns doch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir sehen dürfen, dass du in der Lage bist, uns immer wieder aufs Neue einen Sieg zu schenken. Wir erleben es jeden Tag aufs Neue, dass die Angriffe und die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Probleme nicht aufhören. Aber du willst nicht uns nur ab und zu mal einen Sieg schenken, sondern du möchtest eigentlich, dass wir von Sieg zu Sieg eilen. Herr, schenk uns, schenk mir, schenk jedem, der jetzt zuhört und zuschaut, diesen Glauben, dass wir von Sieg zu Sieg eilen dürfen, weil du für uns kämpfst. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.